Meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Special Guest, mit meiner schönen und lieben Ehefrau Denise. Herzlich willkommen. Danke. Und ja, es wird mal wieder Zeit. Wir haben 2019 das letzte Video zusammen gemacht, wo wir über unsere Vergangenheit gesprochen haben und unsere Zukunft. Und jetzt im Grunde ist etwas eine Herzensangelegenheit für uns, wo ich gesagt habe, ich möchte unbedingt eine ganz wichtige Message an euch weitergeben, wo es natürlich noch perfekt ist, wenn Denise dabei ist. Und zwar, ja, eine wichtige News, eine wichtige Neuigkeit. Was hast du vorhin gesagt? Oh, Spaß, ich bin schwanger. Ja, Markus ist schwanger. Jetzt ist es raus. Er kriegt einen Ferrari. Ja. Nein, wir werden Volume Trader aufgeben. Natürlich nicht. Ganz im Gegenteil. Ja, es wird noch viel krasser, es wird noch viel, viel, viel größer, das Ganze. Und genau das möchte ich gerne oder möchten wir in diesem Video einfach mal an euch weitergeben. Und alle Leute, die mir schon lange folgen, wissen, dass es für mich immer schon ein Traum war, irgendwann Deutschland zu verlassen und in die USA zu gehen. Ja, überall in meinen Stories zu Hause, wo ich bin, hängt irgendwo eine USA-Flagge. Und yes, das wird am Ende passieren. Ja, in den nächsten 12 Monaten werde ich, gemeinsam natürlich mit meiner Familie, das war ja mein großer Traum immer, diesen Traum uns erfüllen. Aber in der Zwischenzeit hat uns in den letzten Monaten ein anderer Ort gepackt, aufgrund der Aufbruchstimmung, aufgrund der Dynamik und aufgrund des Bildungssystems, der Sicherheit, auch was für die Kinder. Ja, und deswegen haben wir für uns gesagt, okay, wir werden jetzt für uns einen sehr wichtigen, privaten, aber natürlich auch einen fürs Business, für die Zukunft, für die Familie, einen sehr wichtigen Schritt gehen. Und um welchen Ort handelt es sich? Wer uns aufmerksam verfolgt hat in den letzten Monaten, wird es vielleicht auch schon ahnen können. Und zwar handelt es sich um Dubai. Genau, wir werden nach Dubai auswandern und wir haben uns wirklich, wir haben so viel überlegt, weil ja, ich dachte immer so, USA müsste es sein. Und Denise war immer schon irgendwie, du folgst natürlich auch ein paar Leuten, wo du sagst, du hast schon viel so erlebt. Ich hatte immer meine Vorurteile zum Thema Dubai. Aber dann haben wir gesagt, was machen wir? Machen wir jetzt USA oder machen wir Dubai? Bis wir dann irgendwann zu dem Entschluss gekommen sind, warum nicht beides? Ich wollte schon lange es verändern. Bei Denise hat es so ein bisschen gedauert, ne? Natürlich auch gerade wegen deiner Familie und allgemein so dieses gewohnte Umfeld. Und dann ich habe immer gesagt, Schatz, ich möchte gerne nach Amerika gehen, ich weiß nicht, vielleicht Florida oder L.A. Und dann hat Denise immer gesagt, ja, aber erzähl's mal von deiner Seite aus. Warum warst du, gerade auch jetzt mit Corona, man konnte 2 Jahre nicht in die USA, wir konnten uns gar nicht damit anfreunden, vielleicht in die USA zu gehen, weil wir einfach nicht hinkonnten. Und ja, erzähl mal ein bisschen, wie war so das Ding, dass du mich am Ende auch davon überzeugt hast, diesen Schritt so zu gehen? Ich habe halt viel gelesen, wie es so mit der Schulbildung ist, mit der Sicherheit. Dann kam Corona dazu, dann kam diese krasse Veränderung in den USA, dass die Kriminalitätsrate in vielen Bundesstaaten so krass gestiegen ist, darunter halt auch Los Angeles. Und ja, dass es eigentlich gar nicht mehr so sicher ist, in die USA zu gehen, in keinster Hinsicht sicher, weder für zum Leben noch auch für die Kinder oder auch was die Schulbildung angeht. Ja, und dann kam ich halt mit Dubai und Markus fand das erst nicht so schön. Und dann habe ich ihn aber davon überzeugen können, einfach mal hinzufliegen. Ja, vor allem ist es natürlich auch so, dass in der Vergangenheit natürlich sich auch allgemein so ein paar Sachen verändert haben. Wir haben mittlerweile viele Freunde da, Leute, die ich von hier kannte, sind nach Dubai ausgewandert, mit denen ich mich super verstanden habe, die mittlerweile mit die besten Freunde sind, die ich habe, ne, aufgrund, weil wir durch viele Sachen halt auch so zusammengewachsen sind, was halt immer mehr kam. Dann im Grunde, dass die Schulbildung in Dubai super ist. Denise hat halt auch recht gehabt, das Thema Amerika ist mein Traum. Im Grunde, wenn ich an Amerika denke, auch an das gute Wetter, ne, kommt natürlich drauf an, wo man leben möchte und so, ist einfach etwas, was mich schon mein Leben lang begleitet durch die Kindheit. Mein Vater hat immer gesagt, Mensch, Markus, USA ist ja so schön, weil meine Eltern haben ja damals, als wir klein waren, beziehungsweise bevor ich geboren bin, haben die auch eine kurze Zeit in Amerika gelebt. Meine eine Schwester ist dort geboren. Und so kam das halt alles. Und natürlich, Lifestyle USA ist geil, aber ich möchte, dass wir möchten, dass unsere Kinder sicher und gut aufwachsen. Und deswegen haben wir uns für beides entschieden. Aber es gibt keine Änderung im Grunde für alle Leute, die mir folgen, die uns folgen, vielleicht in Zukunft, vielleicht machst du auch mal ein bisschen mehr auf Social Media. Wir werden übrigens, das werden wir gleich nochmal genau darüber erzählen, wir werden auch einen eigenen Kanal für das ganze Family Life werden wir auch aufbauen, einen weiteren YouTube-Kanal, gleich nochmal mehr dazu. Aber das Office hier in Braunschweig wird ganz normal bleiben. Ich werde hier oft, oder wir natürlich werden oft zu Besuch sein. Ich rede gerade über mich, weil natürlich ist es für euch ja interessant, für euch wichtig, dass ihr natürlich mich immer greifen könnt, was auch immer so bleiben wird. Weil es ist ja auch so,
überlegt, ob ich jetzt meine Calls, ob ich jetzt meine Stories, ob ich jetzt im Grunde unsere Events, die wir haben, ob ich die jetzt von hier in Deutschland von einem weißen Hintergrund oder von einem Holzhintergrund mache oder ob ich sie von einem Holzhintergrund oder einem weißen Hintergrund in Amerika oder in Dubai mache, spielt eigentlich gar keine Rolle. Ne? Wichtig ist, dass wir zusammenhalten, dass wir euch vielleicht auch durch unseren Weg, durch die ganzen Sachen, durch die Möglichkeiten, die das Leben bietet, auch inspirieren können. Und natürlich wird es auch hier weiter die Trading Floors geben. Für unsere Schüler, die Möglichkeit haben, hier vor Ort zu kommen, mit uns zu lernen. Und ich werde hier dann natürlich auch dabei sein können bei den Trading Floors. Also an der Stelle, an alle, die jetzt dachten, oh mein Gott, jetzt ist hier Ende. Auf gar keinen Fall. Auf keinen Fall. Ne, also uns verbindet natürlich auch viel hiermit das Office. Es war mein größter Traum, irgendwann mal ein großes Office zu haben. Und deswegen, es wird alles so sein. Es wird sich nichts verändern für die Community, für die Schüler, für die Fans, für die Follower. Aber halt, ich glaube, es ist mehr Inspiration, es ist mehr Motivation, mehr so dieses Ding, boah, wow, alles ist möglich im Leben. Ne? Auch vor allem gerade die Leute, die wissen, wo wir herkommen. Ne? Friseurin, ITler, also Informatiker. Und im Grunde jetzt so, ich habe es über die Jahre kommuniziert. Ich würde gerne weggehen. Ich würde gerne hier unbedingt mal die Zelte abbrechen mit meiner Familie. Denise hat sich zum Glück über die letzten Jahre auch dazu entwickelt, dass sie gesagt hat, Mensch, ich möchte jetzt hier unbedingt weg. Ja, einfach mal was anderes erleben. Ja. Und also einfach mal raus. Genau. Das Leben geht einfach weiter. Ja, das Leben. Warum das Leben ist viel zu kurz, um immer das gleiche Leben zu leben. Ja, und warum nicht da leben, wo man im Grunde auch noch viel mehr hat, als das, was einem hier vielleicht vermisst. Ja, das Thema gutes Wetter. Ich bin total der Wettertyp. Ich mag rausschauen, gutes Wetter zu haben. Dadurch habe ich direkt viel bessere Laune, mehr Motivation und kann dadurch natürlich noch viel mehr schneller Gas geben.